ein Ogreblatt, was wir natürlich mitnehmen. Und wir gucken mal, was haben wir denn hier? Sklaven. Tufail. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nafalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt. Aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Hm, na gut. Das ist mir relativ wurscht. Okay, hier sieht man Pflanzen ja echt von 500 Kilometer weit Entfernung. Königsdistel, Heilwurzel und Snapperkraut, ohne Snapper. Noch eine Heilwurzel und da haben wir... Ach, die Heilwurzeln sind mir scheißegal. Was will ich mit den Heilwurzeln hier? Feuernessel und eine Kaktusblüte. So, und das hier müsste eigentlich schon Braga sein. So, dann gehen wir doch gleich mal rein. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, wirf doch mal einen Blick darauf. Dann zeig mir doch mal deine Ware. Und was hat er so? Krummschwert. Assassinschwertknüppel, leiser Tod. Ist eine ziemlich gute Waffe, aber bringt mir nichts. Und eine Kopfjägerarmbrust. Und normale Bolzen, die wir auch nicht so wirklich was bringen. Und 9000 Taler. Und du hast eigentlich nicht so wirklich was mich interessiert, mein Freund. Wie viele Bolzen? Ich habe 600 Bolzen. Okay, ich hätte mir keine kaufen müssen. Egal. Diego! Ohohohohohohohoho. Du bist... Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Natürlich. Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zauber. Wir beherrschen die Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten. Vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also noch... Und du wirst... Ja, okay. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Prag. Okay. Wenn... Dann die drei Händler... Ja, José. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. So, 500 Gold, wir haben den Tribut bekommen. Zweiter. So, doch, was hat er... Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Ist der schwach? So, damit hätten wir den. Hallo Diego! Damit hätten wir den gekillt. Achso, halt, ich muss ja den. Das mitnehmen. Obwohl, Quick Save, Moment, ich weiß nämlich nicht, ob ich das darf. Den einfach beklauen. Aber dann nehme ich mal die 500 Gold aus dem Inventar. Ja, komm, Quick Save, bitte ein bisschen schneller. Danke. Oh, Teleportstein, schön. Und Waffenbündel würde ich auch nehmen, aber das war noch nicht alles. Ich brauche dein Tribut. Okay, gehe ich erstmal zum dritten Händler, wenn ich den denn finde. Wo ist denn der dritte Händler? Ist er hier drin? Hallo? Nein. Buchständer. Oh, schön. Als der Diener Innos erkannte, was geschah, ließ er die 5 göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Alles wissen wir das 5. So, jetzt werden wir nochmal mit dem tollen Händler reden. So, geschafft. Und wir können weiter. Diego ist kein Händler. Was haben wir hier oben? Haben wir oben noch einen Händler? Hier oben haben wir nichts. Gut, dann gehen wir wieder raus.
Eins, zwei, nee, das hier ist ja kein Händler. Der Luca ist doch kein Händler, oder? Hey! Doch! Und im Gegenzug soll... Es ist ja nicht viel, dass ich zu bin schuldig. Eine Rüstung von mir ist viel mehr... Gut. Dann... Bezahlen wir mal eben alle Tribute. Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. Wo ist denn José? José? Was weißt du über Ayla? Ayla! Was ist passiert? Es war ein Überfall! Also, kein Wunder. Was kann das hat der denn für Sachen? Wer ist... Malir und Tagler sind die Anführer. Sie lauern Reisenden in den Ruinen. Und sie werden... Oh, wir sollen drei Kopfgeldjäger ausschalten, okay. In den Ruinen, ja, hier sind doch die Ruinen, oder nicht? Dann wollen wir gleich mal gucken, ja. Aber mit der anderen Rüstung, so. Oh, neue Gegner. Aber nicht unbedingt die, die ich suche. Ich suche ja menschliche Gegner. Also gehe ich mal eben einfach weiter. Und finde aber gerade nichts. Etwas... Oh, Wüste, Wüste, Wüste. Ich mag die Wüste irgendwie. Momentchen mal. Moment mal eben. So, Entschuldigung. Wo sind wir denn? Wir sind... Da, ja gut, dann... Die haben doch gesagt, in den Ruinen, oder nicht? Ah, da sehen wir Leute. Oh, verdammt. Die Ausdauer erholt sich ja richtig langsam hier in der Wüste. Scheiße. Bleib stehen! Jetzt bist du dran! Dönerdieb! Ach ne, Dünendieb. Dönerdieb. Okay, Moment, ich muss mal irgendwas... Alter Schwede! Ausdauer plus 100 und, hier so ein Trank. Hilfe! Brutaler Räuber. Okay, einen brutalen Räuber, da kann ich so draufschlagen. Dann mache ich den natürlich zuerst. So, jetzt kommt der Dünenräuber. Der nicht so viel drauf hat. Den ich aber einfach so abmurksen kann. Und jetzt nochmal. Zack! So, wen haben wir als nächstes? Einen gesuchten Räuber, dann nehmen wir dich doch als nächstes. Zack. Das ist der Dünndieb. Oh, lol, ey. Gut, dass wir nicht erst in Nordmark geblieben sind. Hier ist es viel leichter. Es ist gut, dass wir das jetzt zuerst machen. Ah, das ist Zaklar. Das ist der erste von den dreien. Hä? Wie verteidigt er sich denn? Okay, Kopfgeld, Tackler, haben wir. Was hat er hier? Okay, da hat er irgendein, keine Ahnung was. Das machen wir gleich. Lederschild. Ich glaube nicht, dass die Lederschilder so wirklich gut sind. Assassinenschwerter. Noch mehr von den Dünentypen hier. Und da haben wir noch mehr. Kampfstab? Hä, wo ist denn hier ein Kampfstab? Was ist das denn jetzt für ein Schuss gewesen? Kampfstab? Was für ein Kampfstab? Da liegt nichts und da zeigt er mir einen Kampfstab an. Was ist das für ein Scheiß? Moment, wo hat er denn hier den Kampfstab? Helle Bade, Klingenstab, Speer, Kampfstab. Keine Ahnung. Egal, wie gut sind eigentlich die Assassinen? Ah, okay, die Assassinen-Schwerter sind so lala.
Aber jetzt müssen wir mal eben den Befehl lesen. Da ist es. Da, zwei Bündel Waffen für euch. Das Gold für mich. Haltet euch von Braga fern. Nachfall ist auf dem Weg hierher. Bernardo. Theoretisch müssten wir dann aber hier zwei Waffenbündel finden. Dann eben nicht. So, jetzt gucken wir mal eben weiter. Wo ist die Karte? Ich will die Karte sehen. Die Weltkarte. Also jetzt gehen wir mal weiter nach da. Falsche Taste. Es fehlen uns immer noch zwei Banditen.